Mache mal Staub, sagt der Herrscher Mann. Ich grüße den Herrscher Mann. Kuckuck. Kuckuck. So, der darf das erste Mal heute Kuckuck sagen. Das ist. Ich weiß nicht, ob er diese Ehre überhaupt erfassen kann, der Herrscher Mann. Oh, weiß nicht. Ja, das stimmt wohl. Scroll ist so einfach. Ja, gut. So, der Blattring ist heute natürlich nicht mehr dabei, aber dafür der Herrscher Mann. Ja. Ja, wir wollen jetzt erstmal gucken, bevor wir hier die weiteren Ork-Lager in Angriff nehmen. Schmied, Rüstung verbessern. Ja, unbedingt. Dass du dich ständig hinsetzt. Nüttler! Erzähl mir was. Da gibt's nicht viel. Eis und Schnee. Ach ja, nee. Hab aber schon länger nichts mehr davon gehört. Was denn? Wenn du genaueres wissen willst, rede mit Friedhof. Friede, rede nicht mit dem Friedhof. Wenn ich mit dem Friedhof, da greift mich nur wieder Untote an, das kenne ich schon. Wie komme ich zum Kloster? Unten am Dorf führt ein... Ach, der die Kloster, du sollst mir was beibringen, ich denke, du bist Schmied. Egal, ob gerade Krieg ist oder nicht. Was? Hab schon nie gehört. Ich weiß nicht, was er will. Er hat wahrscheinlich irgendwie... Er hat viel Sumpfkraut. Er hat so viel hier Rauch von seinem Schmiedeofen da geschnüffelt. Ja, furchtloser, stolze Kriegerin. Ist sie wenigstens hübsch? Nee. So. er lacht da wieder. Herrlich, herrlich. Immer wieder eine Ehre, dabei zu sein. Thorheit. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, eigentlich ja, aber eigentlich auch, ich weiß nicht. Wo kriegen wir denn jetzt hier? Erstmal gehen wir nicht hin. Ich wette, das war der Red Medix, der dieses Deckchen hier so fein. Dafür kann ich schlafen gehen, was ist los? Hallo? Ja, weil das ist. Hey! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Das nächste Mal stellst du mir gefälligst ein anständiges Bett zur Verfügung. Bevor du hier nicht mehr in den Weg legst. Nö. Du brauchst nicht mehr ruhen. Ich brauch nicht mehr ruhen, also. In den nächsten 8 Stunden. Ja. Ja, na du Schwein! Moini. So, wollten wir jetzt einen Schmied? Ich würde behaupten, wir waren Hammer-Clan. Ja. Wir würden dann aber hier zum Feuer-Clan zurückkehren und von da aus loslegen hier mit den ganzen. Da würde ich auch unten das mit dem einen Typen noch machen. Was wir gestern beim Blood Dragon gesehen haben. Aber der Blood Dragon, die Folge, die wir gestern mit ihm aufgenommen haben bei ihm, die kommen erst ungefähr kurz nach dem Release von Gothic Remake. Wenn alles so stimmt. Mehr oder weniger, ja. Ist das dein Ernst? Ja, da passend wieder. Ja, das passt immer wieder mal, ja. Ich habe jetzt hier deine Folge angeguckt in... Was war heute? Bildens, ja. Ja, und? War sehr belustigend wieder. Dann macht sie... Ork-Töter! Warum gehst du nicht und tötest Orks? Warum muss ich das machen? Das sind ein paar Namen, die die NPCs hier haben. Guck mal hier, was Einzelkämpfer. Eisklingenkämpfer. Ahnenläufer. Ja, wir haben ein paar Namen reingefügt, weil sonst klingt das immer alles gleich. Ingvar. Zeig mir deine Ware. Kaufen. Zeig mir Waffen. Alter, kann mir mal irgendjemand diesen Standard-Scheiß beibringen? Ja, warte mal, hier unten ist doch noch der andere Schmied. Gib ja, den suche ich ja eigentlich. Weil den Ingvar, der ist, ja. Den kann man die Suppe streuen. Der ist zu bestreut. Ingwald, du wirst. Ja, perfekt. Ja. Du solltest meinen Rat annehmen. Oh, Ingwald Wurzel haben, war ja. Damals in der Lehre auch aufgelöst und gehabt. Aber da reinzubeißen ist ekelhaft. Ja, manche machen sich das im Tee rein. Ja, Ingwertee. Wo ist denn der jetzt? Ist weiter unten, oder? Oder ne, weiter unten? Ja, weiter unten kommt die Kreuze. Da war nichts, ne? Hier war nichts mehr. Hier war gar nicht. Gar nicht war hier. Aufgeblasener Gartenzwerg. Ey, guck mal, da ist doch irgendwo. Was? Irgendwo hier müssen doch noch sein. Irgendwo. Da sein. Ich weiß. Oh, links. Links, in der Hütte stinkt's. Da. Jo, wer ist denn das hier? Steiner! Was? Ich brauche eine Rüstung für Thorhalt. Ja, extra groß. Für den Ding. In 6x XXL. Ich habe eine da. Ist zwar gebraucht,
aber sie sollte. Die soll ich wieder bezahlen. 1000 Goldstücke gehört sie dir. Komm, gib her den Scheiß und fertig. Ich will die Rüstung für Thorald kaufen. Hier ist das Gold. Hier. Alles schön verpackt. Schleifen dran. Ich will Erzschmelzer werden. Will ich Erzschmelzer werden? Dann musst du mit Ingvar reden. Er entscheidet. Oh, aber nimm nicht jeden. Du musst gut sein. Sehr gut. Ja, ja. Nee, nehm ich nicht. Ich treffe meine Auswahl sehr explizit. Ja. Hier ist dein Erz. Hier ist dein Erz. Hier ist deine Rüstung. Ich hoffe, sie passt. Du bist ja ziemlich klein. Ey, guck mal her jetzt, ja? Er ist ziemlich klein, okay. Gib mir was über den. Dieses Pferd hat der Grund gebracht. Mir ist nicht zu klein, aber dir sollte sie passen. Ja, Arschlöcher. Nun, Rüstung richtig nutze. 20 Lernpunkte. Ich habe 15. 1. Nein, ich habe 12. Ich brauche 12. Ja, wer hat mir gestern noch was eingetrichtert von wegen 10? Das war nicht der Herr Charmant. Nein. Das war der Herr YT. So. Da können wir eigentlich jetzt Bloody weiterziehen Mode. Hier. Bloody Mode. Ja, bis da in die nächste Stufe. Uns fehlen ja auch noch Schmiede. Kunst hier 15. Weil das Ding hat ja 50. Weil ich wollte schon nachgeguckt. Aber die hole ich mir dann über das Gold. Das ist ja in den Mods ja möglich, sich das immer Gold anzulernen, das den Scheiß. Ja. Das ist echt cool. Also, ja. Das ist schon eine sehr gute Verbesserung, muss ich echt sagen. Pass auf, wir gehen jetzt in den Feuerclan zurück. Mhm. Geben dem noch seine komische Rüstung, dem dicken Mann da. So. Das hätte ich vorher sagen können. Als hätte ich ja vorher sagen können. Ja, Eis. Oh. Wer wollte die haben? Das ist ein Dicke, ja. Geradeaus, der Dicke. Ja. Das ist geradeaus? Wie geradeaus? Der hier? Ja, hier ist seine Rüstung. Hier ist deine Rüstung. Hab ich 1000 Mark gekostet, ja damit. Was jetzt? Wenn du willst, werde ich dich begleiten. Solange nee, ich will mein Gold wieder haben. Du hast nein! Falsch gedrückt, hier. Arschloch. Ja. Dann werden wir das natürlich so machen, wie uns das der Blood Dragon gestern vorgelebt hat. An derselben Stelle. Und genau, wir fangen dann rein im März, April. Mai. Naja. So ungefähr, wenn ich bei Gothic Remake in der Klosterruine bin, habe ich mir so überlegt. Ich wollte gestern schon den Scherz machen. So. Ich war gestern in der Klosterruine in der Gothic Remake, die war super geil. So. Das wäre natürlich passend, wenn ich wüsste, wann er seine Folge da direkt online bringt, das Datum. Und das dann im Gothic Remake, wenn das dann wirklich da ist an der Stelle, dann auch so einspielen. Das wäre Weltklasse, ja. So, dass das wirklich passt. Aber da kennt sich echt gut aus, ne? Also das muss man halt echt lassen, ne? Das nochmal, da hat er einen Orientierung-Wahnsinn. Wer? Der Bloody YT. Der Bloody YT. So, guck mal hier. Orks! So, jetzt machen wir doch den Logenvorfahren hier. Pass auf jetzt hier, hä? Ja, kann ja mal, damit mal wieder 10 ausrasten, wenn er Bock hat. Marie! Hilfe! Du bist kein Gegner für mich. So, pass auf, wie ich kein Gegner für dich bin. Hier holen wir uns zuerst. Pass auf hier. Und zack. Gut, aber ich konnte irgendwas verschwören. Ah, hat er schon. Alter, wie oft soll ich denn noch in die Richtung drehen, Mann? Rex-Schamane hier! Jetzt! Hey, was schießt denn der? Weiß nicht, Lichtkugeln. Der will wahrscheinlich den. Ah, heiliges Licht ist das. Der will das Skelett blenden. Bloß das Skelett blendet nicht mehr. Das Skelett hat keine Augen. Der kämpft nur nach Tastsinn. So. Ich hätte ja fast gesagt, nach Geruchssinn, aber ich glaube, das Skelett ist also nicht mehr in der Nase. So. Jetzt haben wir hier unten die Platt gemacht. Jetzt gehen wir zu dem anderen Affen da hoch und sagen dem, dass wir hier unten platt machen wollen mit dem.
Genau, sonst hast du nämlich das Problem, dass doppelt so viele da sind. Das ist total bescheuert. Ja. So, geh mal weg, Milton. Geh mal von meinem neuen Schwert runter, das ich eh nicht benutze. So. Ja, brauchst du ja Jagdgeschick. Mit dem Jagdgeschick ist nervig. Aber sollte das wirklich an dem Rüstung hier liegen, dass der Blattregen da so einfacher durchhört, obwohl er weitaus weniger Stärke und das schwächere Schwert hat? Ja, ja. Weil er noch das Schild noch dazu hat. Hat der alternatives Balancing an oder aus? Das hat er noch aus, ja. Ich weiß gerade nicht im Menü, warte mal, wo steht denn das? Bei Einstellungen. Ja, ja, hier, pass auf, du siehst ja. Ist das jetzt an oder aus? Das ist an. Das alternative Balancing, also was jetzt Lernpunkte angeht, das ist an. Wenn du aber jetzt alternative KI suchst, das ist in den Einstellungen drin. Ja, das habe ich aber nicht an, die alternative KI. Gott sei Dank. Braucht auch kein Mensch. Bei Schwierigkeiten ist das drin. Ja. Gott sei Dank. Also sie hatte ein bisschen was, bringe auch irgendwie Mods mit so einer alternativer KI, habe ich mir festgestellt. Aber ich hatte das genau. Letztens wieder, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der Ork, der macht die Blockade hier, dieses Blocken, so, ich hau ihn von hinten auf den Rücken und es blockt. So, das ist das, was mich bei dieser alternativen KI damals auch schon angekotzt hat. Dass sie nicht nur so in Angriffsrichtung blocken, sondern komplett um sich drum rum. Dass du jetzt nicht sagen konntest, der blockt nicht von vorne, ich versuche hinter den zu kommen, um dem von hinten eins drüber zu geben. Weil nach vorne blockt er ja gerade. So, kannst du vergessen, der blockt auch nach hinten. Okay. So, das ist das Problem, deswegen mache ich die alternative KI nicht an. Das passt doch nicht. Lass uns Orks schlagen. Ja, folge mir. Das ist der beste Mann auf dem Platz überhaupt. Ja. Er riskiert gerade sein Leben, das ist ihm hoffentlich klar. Also sind das zwei Quests, krass. Lass uns Orks jagen. Orks-Axt. Sievert, ich überleg schon, ob wir damit die Ahnen-Quest, ob wir hier gleich oben hier mit dem Dämon das Ding machen. Dann wollen wir das heute doch alles in die Zeit hier reinkriegen. Aber das wird echt Mangel dort oben. Also dort oben wird wirklich heavy. Ja, warte doch den Ahnenstein. Ich glaube nicht der Dämon, das war tatsächlich der Schamane wieder. Weil das ist bei einigen Dingern hier, da muss man ja aufpassen, dass der Schamane den Ahnenstein nicht mitnimmt. Das hatten wir ja schon bei der Macht vom Amt hier, Angier. Dann halte ich fest bei der Fokussuche dann bei Vanguard. Wie Fokussuche? Die habe ich schon alle. Das war alles. Irgendwo hier müssen die Biester sein. Ja, irgendwo hier müssen die Biester sein. Das sind da genauso wie wieder viele. Ja, aber sonst hast du das Doppelte. Beschütze den Kerl mal da hinten. Wir müssen den mal beschützen gehen lassen. Ey! Ich drück in die Richtung, wo der Ork steht und der Kerl dreht sich um. Der Golem. Na? Ja klar. Ich steh auf. Alter, das ist ja... Ein, zwei, drei, angebrannt. Das war's für dich, Mistvieh. Steht er noch hier, der allerdings? Kein Golem. Hat er wieder einen Golem beschwört, unfassbar. Aber ich finde das cool, muss ich echt sagen. Das finde ich eine echt coole Anhaltung. Habe ich dir zu viel versprochen? Da merkt man erstmal, dass man wirklich lebt. Ja, du kannst wohl, dass du noch lebst. Keine Ahnung, was du vorhast. Ich gehe ins Dorf und besaufe mich. Den Plunder der Orks kannst du behalten.
Wenn ich nach jedem Ohrangriff saufen müsste, dann würde ich mich für tot gesoffen. ja, ist doch wahr. Die ganze Städte. Ein Saufen. Wie viel müssten wir denn da saufen? Also ja, pro Ork. Pro Ork vor allen Dingen. Ja, da weißt du, was du gemacht hast, auf jeden Fall. So, was ist das hier? Eisenader. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Der Dämon da oben? Ich weiß nicht, da kommen wir über das Kloster am besten hin. Da, das kannst du machen, ja. Oder gehen wir von Vengars aus zum Hang hier oben? Weil der Knarre das erste war, das ist nichts mehr. Die Untoten sind dort alle schon weg. Ja, aber wenn du beim Vengar dort hochläufst, da ist ein Haufen Ogre. Wenn die Ogre da ist, da ist auf jeden Fall noch eine schwere Truhe dort oben. Das Ding ist. Ja, machen wir Dämonen. Wir könnten eine Sache machen. Das wäre jetzt die Idee. Wir gehen jetzt, das heißt jetzt auch das Ding beim Kloster hier oben. Wir gehen von Vengard aus hoch zu dem zum Angiergrab. Den Anstein haben wir noch einstecken. Können wir eigentlich einfach machen. Ich hoffe mal, dort ist jetzt nicht irgendwas Neues dazu gesprungen. Und dann gehen wir weiter und machen diese ganze Reihe rechts dort oben lang hier. Wir gucken, wir öffnen tatsächlich für den PK mal die Karte. Ja. Du bist, ja. Jedes Mal, ich habe das heute in deiner Folge auch gehört, ne, mein liebes Fräulein. Da gab es auch wieder einen Seitenhieb, ne, wegen Trilis. Ja, ja, das ist schon gut, das ist schon gut. Aber dafür bin ich doch bekannt jetzt. Ne? Ja. Bekannt und charmant. Genau. Ja. Ehrlich. Du nimmst mir das aber nicht irgendwie böse oder krumm oder so, wenn ich das möchte. Ja, natürlich, sonst würde ich mit dir nicht aufnehmen. Ach, alles gut. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Genau. Oder? Das ganze Leben ist ernst. Ja. Von daher müssen wir mal, ja, ein bisschen Fun machen, ja. Ich hätte ja gesagt, wir gehen jetzt von Farming aus hoch, aber. Oder gehen wir von hier aus. Ja, dann voll, könntest du eigentlich rein theoretisch den unbekannten Teleporter nehmen. Wo geht denn der hin? Der ist außerhalb. Nee, ach so, das meinst du. Ja, das hatte ich jetzt vor. Also, ich dachte, du meinst das Ding hier. Ja, das könntest du. Na du, gut, da wärst du ja dann fertig damit. Wie? Das kannst du ja machen. Was ist denn das? Na, mach mal. Mach mal. Ich vertraue dir. Tada! Hä? Wie komm ich hier hin? Was bist du denn hier? Was bist du denn hier? Ab, du Vieh! So macht man das. So macht man das, ja. Fällt nur noch auf Feuerring. Was denn du? Ah, okay. Was? Wer hast du Guru-Quest? Hast du noch nicht fertig? Natürlich! Hä, wo ist denn der da? Wer ist denn gut? Wo ist denn der? Die habe ich in einer Folge komplett gemacht, um auf den Zuschauer, sage ich mal, eine Lösung dahingehend zu präsentieren. Mhm. Weil es gibt dann immer noch Spieler wahrscheinlich, die jetzt die genauen Standorte nicht kennen. Ich kenne die an- und auswendig. Das stimmt. Ja, warte. Wo ist das? Das habe ich schon mal gesucht, das Ding hier. Siehst du das hier? Ja. Und? Jetzt hab ich gedacht, hier. Ja, der Rubel geschwitzt jetzt. Wo wir gerade in der Ecke waren hier, deswegen. Ja, wir machen Norden jetzt hier blank und dann Haringe und dann sind wir eigentlich schon in der ganzen Lively Towns Geschichte. Und das Einzige, was wir eigentlich wirklich noch brauchen hier, das muss ich auch sagen. Also wenn du die komplette Lively Towns Mod noch machst, also da brauchst du noch ein paar Stunden. Ja. Weil also, das Ding ist... Was sehr interessant ist, muss ich wirklich sagen, das ist hier Bannereien. Die haben echt coole Quests mit drin. Und Kaptum. Das Ding ist, um das Spiel jetzt zu beenden.
Da sind wir eigentlich genau auf Kurs hier. Weil ja. Der... Um das Spiel zu beenden, brauchen wir nur noch einen Ahnenstein. Den hat Akasha. Das ist eines von den Ahnengräbern. Wenn wir den haben, könnten wir zu Stardust gehen oder je nachdem, was wir uns halt entscheiden. Und das Spiel hier komplett beenden. Ja. Aber wir spielen ja das Spiel nicht, um es gleich zu beenden. Wir spielen ja das Spiel, um es zu spielen. Ja. Genau. Sonst wärst du ja jetzt schon fertig. Du hast Zuten und dann brauchst du noch Europa und dann bist du fertig. Ja. Wo bin ich denn eigentlich hin hier? Ich will doch nicht der Faring, was will ich denn da oben? Hä? Hey? Faring, da hauen die mich doch. Die hauen dich auf jeden Fall. Warte mal. Wir können das ja mal probieren. Wir können mal vorher abspeichern, dass wir mal sehen, was jetzt noch der Ortsschmelze hier in Faring Sache ist. Weil das ist ja wirklich die letzte Stadt hier. Da musst du zum, auf jeden Fall erstmal zum Wirt gehen. Die Brücke ist wirklich das geilste Bauwerk irgendwie. Das macht irgendwie so richtig. Ja, die kann mal gerade mehr davon im Spiel gehabt. Das ist alles so komisch gebaut hier. Ich weiß nicht, dieser Baustil hier in Gothic 3, ich weiß nicht, irgendwie sagt er mir nichts zu. Ich weiß auch nicht. Also die Burg im Faring ist schon geil. Das muss man echt sagen. Aber ne? Die Brücke hier zum Beispiel. Diese Brücke passt einfach nicht rein. Ich die ist viel schön. Zu dynamisch und zu groß und ja. So, wir machen den Scheiß mal aus hier. So, Dachmeister. Hast du erzähl mal. Neuigkeiten? Die Rebellen haben die Ork-Armee vor Vanguard besiegt. Es soll ein richtiges Gemetzel gegeben haben. Oh ja. Ja, das kann man wohl sagen. Das war junger Bund. Hast du denn irgendwelche Neuigkeiten? Die Barriere steht immer noch. Ja. Die Magier des Königs scheinen der plötzlichen Ruhe nicht zu trauen, wenn überhaupt noch jemand da drin lebt. Hast du denn welche Neuigkeiten? Montera ist gefallen. Ein weiterer Schritt in der Befreiung Myrtanas ist getan. Ja. Außerdem ist die Festung Gotha wieder besetzt. Ja. Der Mittelteil Myrtanas ist nun wieder voll in den Händen der Menschen. Wow. Ja. Hast du denn welche Neuigkeiten? Wie kann das passieren? Zufolge ist in Vanguard kein Ork mehr am Leben. Die Orks haben einen Scheck fürs Leben gekriegt, als sie gemerkt haben, dass ihre Armee hinüber ist. Das tut gut zu sehen, dass diese Biester nicht immer gewinnen und stärkt den Kampfgeist der freien Bürger Myrtanas. Jo. Noch was? Hast du denn welche Neuigkeiten? Im Moment habe ich nichts, was du nicht dir schon weißt. Ich will den Nachrichtensprecher werden, Digga. Jo. Hat sich jetzt schon jemand angequarkt? Da können wir das noch speichern und mitnehmen. Jo, ich glaube, der hier unten, der quarkt uns direkt an, oder? Dachmeister! Hallo! Was? Ja, du nicht. Jo, mindestens spätestens der Gnar, glaube ich. Ja, ich glaube, na, war das dann, ja. Warte mal, wir gehen erstmal hier hoch, weil ich glaube, der hat auch noch was zu sagen. Ob der mich direkt angreift, glaube ich nicht, aber ich glaube, der hat auch noch einen krassen Dialog hier, der hier für den Pass. Da liegt ihn hier rum, ein dicker Mann in einem Kleid. Ja. Was beste mit dem Ding. Passiert? Der ist hier gestolpert wahrscheinlich, über mein Schwert. So, Meister, Tag. Ja, habe ich nicht gesagt, du sollst dich von der Mine fernhalten? Mhm. Du scheinst mich mit jemand anderem zu verwechseln. Ja. Wirklich? Wir haben Spione in ganz Nordmar. Ach so. Die haben mir alles über deine Heldentaten erzählt. Vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Ich werde dich für dein Schweigen bezahlen. Und du bist eine kluge Mara. Du weißt, wie man verhandelt. Ja, aber das ist nicht kluge. Genug. Wenn du in Nordmar warst, hast du sicher auch das pure Nordmar-Padimok. Du liegst falsch, ich habe keine. Dann ist dies das Ende unseres Gesprächs. Sieh deine Waffe, Mora. Ich will ja auch meine Kröten zurück. Ich hack dich in Stücke. Oh shit, Frau Schmidt. Wo sind denn meine anderen Leute in ihren? Was wollte der für ein Schwert? Padimok oder sowas. Puff, Muku. Puff, puff. Moja, wo sind meine 1000, 3000 Kröten? Was hast denn du damit gemacht? Gleich wird euer Kummer, Diego. Der Mist gerade noch nicht mal Gold dabei. Ich liebe ihn dafür. Das ist so geil. War das bei Sylden oder irgendwo war das auch der Lester? Ich wollte gerade den Typen ausräumen, die Waffe nehmen. Und Lester geht kurz runter. Die Waffe nehme ich mal lieber an mich. Oder die Waffe gehört schon mal mir. Hat mir der Lester vor meiner Nase die feindliche Waffe weggeklaut. Müsst wie? Das sind solche Sachen, die kriegen irgendwie nur Gothic hier, diese solche Dinger. Nein, wir wollen uns jetzt nicht mit Diego verloben, das ist eine andere Geschichte. Da ist doch genug Zeit zu reden. Ja, gut. Aber das ist eine andere Geschichte.
Guck mal in das von. Das ist beim PK auf dem Kanal, glaube ich, die Playlist geht wieder los. Ich glaube, ich habe die auch noch verlinkt. Das Google TTS-Projekt, was wir zusammen mit dem Cupfield gemacht haben. Legendär. So. Der Anfang ist schon gut, weil ich gerade sage, hier mit Diego verloben und so. Ja, ja. Das hat einen Hintergrund, der kommt von da an. Und die Main-Mod war auch sehr schön. Main-Mod sagt er immer. Main-Mod, Minen-Mod. So, habt ihr mich am Ende noch durchgehetzt, Mensch. So, Tag, alles klar bei dir? Kämpfe mit Ehre. Siehst du, alles klar. Mora, solange die Rebellen immer stärker werden, kommt niemand von euch mehr in die Burg. Hey. Verschwinde. Shit. Halt! Keinen Schritt weiter. Noch einen Schritt. Ja, weißt du, in die Richtung darf ich nicht, in die nicht. Was willst du? No. Minus 30. Buh. Ja, das kenne ich schon aus anderen Städten. Die haben mich auch mit der Burg verwiesen. Das heißt... Ja, finde ich gut. Guck mal, wie es früher mal war. Ja. Da greifen die mich alle komplett an. Ey, die Kohle. Die Kohle. Hatten wir letztens schon mal eine Kohle hier irgendwo? Woanders? Oben in Nordmoor? Wo soll das jetzt gehen? Hä? Dann können wir das auch speichern, wenn die mich jetzt nicht angreifen hier. So, na komm, nehmen wir das mit. So, und jetzt geht's ab hier zu Angia. So, ich hoffe, wir schaffen das noch in den Minuten. Und in der nächsten Folge, ich hoffe mal, der PK wird dann noch dabei sein, die ich dann gleich aufnehmen werde. Ich mache ja mal zwei Folgen. Ja, können wir mitmachen, klar. Ja, und nicht wundern, ich produziere gerade ein bisschen vor hier. Weil damit ich auch mal, wie gesagt, ein bisschen Luft habe, halt, falls mal irgendwas ansteht, falls ich mal... aus muss. So, dass ich da nicht immer unter Zugzwang stehe, jetzt ich muss jetzt unbedingt hier Gothic 3 aufnehmen, sonst kommt morgen nichts. Das hatten wir ja schon mal. Ja. Wenn ich da ein paar Tage vorproduziere, dann läuft das Ding und dann. Ey! Gut gemacht! Je kleiner sie sind, desto mutiger sind sie. Ein Mistvieh! Das ist Drecksvieh. So. Hippla. Nee, zu dir wollen wir doch gar nicht. Ja, wir gehen hier außen rum. Ich will mich ja auch selber beweisen hier, was es angeht, wegen der Orientierung. Deswegen würde ich die... Bin ich mit dabei. Die Ahnenkarte zum Beispiel. Die würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht aufschlagen wollen. Weil ich bilde mir ein, ich weiß, wo die ganzen Gräber sind, wie wir da hinkommen. Eins, also zu einem gehen wir jetzt. Und von da aus müssten wir rein theoretischerweise mindestens auch zum... Ja, nee, nicht hier lang. Zum Außenrum dann, was ich gerade auf der Karte gezeigt habe, kommen wir dann zu Akasha dort oben. Wenn wir vorher aber noch links weggehen und aber nicht zu Xalas Thron hoch, kommen wir zu Snorre und zu diesem Plateau, wo dann auch der Hanson ist, der uns zu Xalas Thron bringen soll. So. Was ich eigentlich einmal gefunden, diesen Hanson. Ja, die sagen uns im Wolfsclan auf dem Hirschplateau. Toll, als neuer Spieler weiß ich natürlich, wo das Hirschplateau ist. Ja. Das steht ja auch dort überall an den Schildern dran. Ja, es war absoluter Kampf. Ich habe ewig gebraucht, das stimmt, finde. Und vielleicht schaffen wir es ja, den weißen Hetzer zu finden. Hat der PK mir gestern hier im Zuge von Blood Dragons Aufnahme auch mal eine Karte geschickt, wo das sein soll. Und genau da habe ich ihn auch öfter mal gefunden. Das habe ich ihm gestern schon gesagt. Aber das stimmt. Aber irgendwie in den letzten Durchgängen hier von Gothic 3, ich habe den dort irgendwie nie wieder gefunden. Warum auch immer. Ne, der wandert dort. Der wandert. Das ist ein Wanderwolf. Wanderhetzerwolf. Wanderwoman. Kennt doch jemand Wanderwoman? Na, Wanderwoman. Ja, aber es ist ein Wolf. Das ist Überleitung. Das ist eine geile Überleitung, ich weiß. Das ist vielleicht ein Wolf innen. Wolf innen. Nee, Wölf innen heißt das ja dann. Wölf innen. Da kommen zwei Striche drüber. Zwei Punkte. Stimmt, ja. Okay. So, innen und außen. Man hört, du bist ja gebildet. Ja, ich bin sehr eingebildet. So, komm, jetzt holen wir die hier weg. Jetzt müssen wir die Power haben, dass wir die hier... Leute!
Macht ihr das mal. Die Blutfliege natürlich immer noch. War eigentlich keine schlechte Idee, Mögen zu tauschen mit Laster. Da bringt ja nochmal Black Action rein. Wie hast du es gezeigt? Regen, heißer Regen ist das. Bombenwetter. Unfassbar, ey. Das ist aber auch krass gegen den Scavenger. Das ist ja eigentlich, der hat das ja eigentlich gegen den Inquisitor hast du gekriegt. Ja, ja, nee, den Glatzmann brauchen wir jetzt nicht. Verlösen. Ja, genau, ich weiß schon. Das war's für dich, Mist. Nee, der hat den Feuerregen ja quasi gegen den Scavenger noch gezündet. Das war ja nicht unbedingt der Ogre sein Ziel. Das ist erstaunlich, wogegen der den Zauber hier. Und beim Community Story Project ist hier eine Mauer. Ja. Ja. Da kommst du erst im dritten Kapitel rein. Zweiten oder dritten Kapitel war das. Ja, wenn das hier mal erscheinen würde. Ja, kommt bald. Kommt bald. Vor oder nach Gothic 3 Remake? Ich glaube, da kommt mal Arcadia Remake. So macht man das. Das wäre erledigt. Also eine Sache, da muss ich mindestens auf 20 Jahre warten. Aber ich wäre mal wirklich gespannt, wenn jetzt hier die so hier alle drei Gothics, die ersten Gothics jetzt durch hat mit Remaken und dann wirklich hier sich an den Gothic 4 ranmacht, ob die wirklich die Arcania-Geschichte dann übernehmen würden. Und natürlich diese ganzen fehlenden Gothic-Gimmicks da mit einbauen, die dort fehlen bei Arcania. So, und die Reaktion der Community dann wieder. Da wäre ich in der Nähe. Auch nicht Arcania. Das ist doch ein Gothic. Das war's mit dir, du Mistvieh. Naja, also ich sag mal so. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, wenn sie ein Sequel rausbringen. Als DLC. Das war mega geil. Immer wieder. Was? Sequel. Als DLC rausbringen dann. Naja. Das war schon geil. Würde mich schon interessieren. So, hier war das Orklager. Hier hatten wir den Ahnenstein geholt von dem. Und den Fokus. Ja. Ach Gott. Mein Gott, bin ich gerade über eine Hasenpfote gestolpert. Der Hasen, der hat mir ein Bein gestellt. Der hat aber nicht gemerkt, dass er kleiner ist als ich. Ja, was ist denn hier los? So macht man das. Ja. Das war's für dich, Mistvieh. Ja. Da geht aber nicht hier lang, wir gehen es mal an gerade. Hier. Wenn jetzt hier drin nichts Neues gespawnt ist, dann sollte die Höhle eigentlich leer sein. Das letzte Mal wollte der Held ja nichts reinstecken in das Loch. Ja, eben. Aber jetzt hast du ja alles zum Reinstecken. Ja, genau. Du bist der Reinstecker. Ja, das ist die Rüstung, die hat abgeklemmt das letzte Mal, deswegen konnten wir nicht. Die Piratenrüstung. Die hier ist freundlicher zu uns. Also so, jetzt bin ich gespannt. Rundsockel. Nicht die Fleischwanze, der Rundsockel. Ja. Der Sockel sieht aus, als wenn man etwas hineinstecken kann. Jo. Passt. Rufe Nordmar, ruf Feuerclan. Was kriegen wir dazu? Schmiedekunst 45. Jo. Ui, das ist doch was. Jo. Oh. Wir sind immer eine Fleischwanze. Was hat die Fleischwanze kaputt gemacht? Aus Versehen mit Absicht. Ja, okay, wie gesagt, kurz das hier nicht mehr. Ne, nee, gut, wir gehen jetzt hier vor, machen an der Stelle Feierabend. Genau. So, und in der nächsten Folge. Da kann der PK entscheiden, wie wir weitermachen. Gehen wir weiter außen rum. Ich? Ja, ab weiter rum. Let's Play. Außenrum zu. Akasha. Also diese ganzen Orks hier außenrum wegmetzeln. Oder oben zum Dämon. Kann man sich entscheiden. Der hat jetzt zwei Minuten Zeit, weil ich gehe dann gleich mal nochmal pieseln. Das ist ja, ich auch. Das ist die wichtige.
Das ist eine sehr wichtige Information hier für das Ende dieser Folge. Komm, wir gehen zusammen. Ja, gut, wir gehen zusammen. Ja, gemeinschaftliches Silbebecken. Ja. Gut, dann war's das für die Folge. Kommt morgen wieder. Danke an den Piquet. Ja, danke. Und lass ein schönes Abo und ein schönes Likeschen da beim Jackie. Sag dein Wort. Tschüss. Tschüss.